Herzlich willkommen zum Werkstatt Comedy Mix. Und hier ist Ihr Moderator, Michael Gilder. Vielen herzlichen Dank, auch in meinem Namen vielen Dank und herzlich willkommen hier in Olafs Werkstatt. Spielberater und das zieht sich durch alle Altersgruppen. Ich hatte letztens so eine Art Spielberatungsgespräch mit zwei pubertierenden Jungs, fragen Dustin Jason oder der Trend bei uns in Köln, geht jetzt auch zum Drittnamen, Marvin Jerome Patrick. Mit A. Naja, Jerome auch mit A. Kennt ihr die Badehosen, meine Jungs, die tragen Bermudas, die Schlammerhosen und unten drunter haben die alle Boxershorts an. Das sind Boxerboxen. Ich sag, Jungs, läuft nicht, dann ist Unterwäsche, hat im Schwimmbecken nichts verloren, wenn die Hosen nicht mehr ganz frisch sind und ich nicht regelmäßig eine Ladung Chlor im Becken verklappe, dann ist hier bei Zinnparty angesagt. Und dann kriegt der Begriff multikulturell. Eine völlig andere Bedeutung. Wie gesagt, wir haben Fachkräftemangel. Ne? Vom letzten Tag kümmert sich eine Badeaufsicht um 500 Leute und alle 5 Minuten kommt der Alpha-Kevin an. Ist das ein Begriff? Aber Alpha kennen sie sitzen. Das sind die Jungs, die immer bei mir so im Befehlston kommen. Ich Chef, mach 10er. Ich war schon wieder leicht verschoben. Ich sag, ich mach 10er. Jetzt guck mal bitte, der 10er ist gerade zu, der 5er ist auf. Boah, 5er! 5er ist voll schwul! Ich bin 10er! Ich sag, ja, dann spring halt zweimal vom 5er. In die Filiale. Die tanzt ihren Nachnamen inklusive Bindestrich darin vom Eingang bis zur Kasse und auch Textile sehen bei der Selfie Jute mit dem Spiel. Und ich sagte, oh nein, das ist nicht unsere Zielgruppe. Die Frau sieht ein bisschen aus, als ob sie sich stark makrobiotisch nach dem Mondkalender ernährt. Ich wollte sie schon aufhalten und habe gerufen, haltet ein, Holdemaid. Unser McKinoa ist heute leider aus, fragte die Frau ein bisschen zu skeptisch. Was wäre denn das Gesündeste? Und ich habe geantwortet, wieder zu gehen, wiedersehen. So, aber nicht die richtige Antwort. Richtig wäre gewesen, die Servietten, die sind auch glutenfrei. Aber das wusste ich damals nicht. Nee, wurde ich rausgeschmissen, wegen dieses einen Vorfalls, der rauskam. Wurde ich rausgeschmissen. Ich war so sauer. Heute steht es in meinem Lebenslauf. Aber ich war so sauer. Da arbeiten Leute mit einer zahnoptionalen Situation im Mund. Aber mich haben sie rausgeschmissen. Ich habe aus lauter Rache so einen 10 Kilo Sack McNuggets mitgehen lassen. Ja. Ich habe zu Hause keine Fritteuse. Ich habe die einfach auf die Heizung gelegt. Ich kann es ja nichts falsch machen mit, ist ja kein Fleisch drin. Frage, warum spritzen Sie eigentlich an Feierabend mit einem Wasserschau über den Beckenrand ab? Ich sage, ich gieße die Kachel. Ich gieße die Kachel an unsere Badeanstelle, die vom Architekten ursprünglich geplant hat, wo es erhält. Oder wieso darf man eine Katze nicht ins Schwimmbad? Ich sage, weil die Silberfische mit so duschen Katzenallergie haben. Oder wieso darf mein Hund nicht ins Schwimmbad? Letztes kam er da mit Kampfhund an, mit so einem Pitbull-Terrier. Ich sag, Kollege, läuft nicht. Die Töne bleibt draußen. Da sagt er, die heißt nicht Töne. Die heißt Tyson. Wieso bleibt Tyson draußen? Ich sag, weil Tyson trocken schon scheiße aussieht. Ja. Und ich stell dir vor, weil ich auf Fresse war, ich kann den Mund zum Mund behalten. Der Typ, der kriegt so einen Hals. Hey, willst du meinen Hund beleidigen? Der sieht besser aus als mancher Mensch. Ich sag, stimmt, ihr bleibt beide draußen. Ich weiß nicht, was Sie in der Pause gemacht haben. Ich durfte gerade in der Pause ein Interview geben. Ja, da ist eine Reporterin von der Mazda und man klingt wie eine Automarke, ne? Von der Mazda und die schreibt etwas über diese Veranstaltung. Wir sind natürlich sehr froh, nicht wahr, weil wir sind schon sehr gut besucht. Wir wollen nicht meckern. Nicht? Es ist immer besser geworden mit den Zuschauerzahlen, seit wir das angefangen haben. Und es wird auch noch immer besser, aber ein bisschen Promotion kann man noch gebrauchen. Und vor allen Dingen so ein nettes Publikum wie Sie. Wenn ihr Damen und Herren mit Ihrer Frau, Freundin oder generell besseren Hälfte da sind, 1, 2, 3. Ihr merkt schon, da ist ein bisschen Resignation in der Luft.
Ja, wir geben nachher eine Beratung zum Thema Ehe und Familien oder was wir machen gar nichts. Ja, vielleicht jetzt auch alle Männer, die halt mit ihrer Frau, Freundin oder besseren Hälfte da sind, aber gerne mit jemand anderem da wären. 1, 2, 3. Oh, gut. Dann haben wir die Kurve gekriegt. Das finde ich gut. Normalerweise führt es dann schnell von der Regierungszeit zum Schiedsgericht. Aber das ist schön. Da muss keiner als Single nach Hause gehen. Das finde ich wunderbar. Ich muss mal heute hier fragen, kommt jemand von euch zufällig auch aus einem kleinen Dorf? Ich bitte mal um Handzeichen, ihr dürft euch gegenseitig anschwärzen. Irgendjemand vom Dorf? Hier, da, ihr kommt vom Dorf? Wie viele Einwohner? 300? Aber sieht ganz gut aus da. Ja. Das ist gar kein Nutztier mit dem Stammbaum. Ist wunderbar. So, was? Ich weiß, wie man Komplimente macht. Ja. Es war nicht so leicht. Es war nicht so leicht. Ich war so verzweifelt als Kind. Ich wollte Ministrant, also Messdiener in der katholischen Kirche werden. Und im Nachhinein frage ich mich, was hat mich in die Arme der katholischen Kirche getrieben? Was? War es die große Kerze vom Pfarrer? Ich weiß es nicht. Aber vermutlich habe ich instinktiv als kleiner blonder Junge gewusst, in der katholischen Kirche, da werde ich noch so genommen, wie ich bin.